Ich bin der gleiche geblieben, ey. Und das schon von Anfang an. Verfolge meine Ziele, verfolge meine Ziele. Und das schon von Anfang an. So viele Termine, so viele Termine. Was geht ab? Sonne ist wieder draußen und so. Das lügt, das Wetter trügt. Es ist immer noch kalt, deswegen laufe ich schon mit der Jacke rum. Auf jeden Fall, Training ist vorbei und ich gehe jetzt zum Shooting. Ich habe heute ein Adidas-Shooting und ich zeige euch mal, wie das abläuft. Das Einzige ist, ich muss noch auf meinen Chauffeur warten, meinen Fahrer. Der kommt gleich und dann fahre ich los. So, mein Chauffeur ist endlich da. Bonjour, ça va? Ça va, sehr gut. Fahr mich bitte zu meinem Shooting, Bruder Herz. Aber mit dir zu machen. Besser? Du bist nicht schuf, wenn du hungrig bist. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. So ergänzt sich das alle Leute hier. Der Freund nennt immer meine Sätze. Richtig. Wir sind angekommen der Location. Lasst euch nicht von diesem Außenblick täuschen. Da hinten ist schon mein Tobi. Der Badias war das zuständig ist bei mir. Aber erstmal muss mein Fahrer das hinkriegen, dass mein Auto nicht kaputt zeigt. Zeig mal bitte erstmal, zeig mal diese Bürgersteige. Okay, warte. Sag euch jetzt schon, das hinten geht nicht gut. Fahr, ist gut, ist gut. Ah! Ah! Du, ne? Meine Achillessehne. Wenn das Auto so Geräusche macht. Dann lass mich nicht sagen, warum das Auto dann ist so das Geräusche nicht gut. Macht. Lass mich bitte nicht reden. Vielleicht brauchst du einen neuen Chauffeur. Ist auch meine Meinung. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und ich übergebe das Handy jetzt gleich an Bilal. Der wird dann filmen. Was? Hab ich das gebaut? Was willst du von mir? Also so läuft das dann ab. Der Bruder wird hier sehr schön gemacht, geschminkt, sehr schön, Joschko. Wallah, jedem Obrad, mein Kakusi. Dobro, bro. Dobro. So läuft es ab und dann haben wir gleich Shooting hier. Also das ist mein Bruder Tobi. Tobi zuständig bei Adidas für mich. Und heute shooten wir Schuhe. Das sind die Schuhe, die aktuell da sind. Findest du die? Sehr nice, muss ich sagen. Sehr nice. Und das sind die Schuhe, die rauskommen werden. Und die werden auch geschult. Wann kommen die raus? Bekommst du Ende März? Ende März kommen die raus. Und April darf ich mit denen spielen und heute ist Februar, Mitte Februar. Heute haben wir den 15. Februar, einen Tag nach Valentinstag. Denn gestern war schön mit dir. Und die Schuhe shooten wir heute. Was man dazu noch sagen muss, das hier ist mein Chauffeur, aber auch gleichzeitig auch mein Manager. Und mein Adidas-Vertrag läuft ja im Sommer aus, ne? Haben wir uns schon für was Neues entschieden? Noch nicht. Noch nicht? Müssen wir noch aushandeln. Ja, okay. Und kennt ihr das, wenn man so Gespräche hat und der tut so, als ob der gar nichts mitbekommt? Hey, das werden harte Verhandlungen. Tough. Wir fordern viel, oder? Weißt du Bescheid? Ich fordere auf jeden Fall erstmal einen gesunden Rücken. Hey, das darfst du nicht sagen, mein Vlog, Mann. Ich weiß das auch nicht. Ja, okay, aktuell habe ich ein bisschen Rückenschmerzen. Ich gebe es zu. Oh, lala. Joschko. Bruder, du bist schon ein hübscher Junge, ja. Boah, Bruder. Gut geschminkt, Bruder. Danke. Ja. Jetzt ja auch geschminkt von der lieben Stefanie. Stefanie bereitet das jetzt alles vor mit ihrer Schminke und Pinsel und Farbe. Und wir müssen den richtigen Hautton treffen, weil ich bin ja knackig braun, nicht nur braun. Und muss auch knackig braun aussehen, bitte. Ja? Aber natürlich. Sehr gut. Natürlich. Vorher? Vorher? Also ich werde jetzt hier so richtig schick gemacht, danach bin ich ready fürs Shooting, richtig? Aber eigentlich brauchen wir die ganze Schminke nicht, richtig? Ja oder nein? Nein, ich will einfach mattieren. Damit du nicht extrem bei diesem Licht glänzt, aber ansonsten brauchst du es nicht. Also Leute, ich bin geschminkt, hier ist Endresultat nachher. Joschko Guardiola Shooting. Show me your skills. Oh, es Silber. Hier wird auf jeden Fall Einsatz gegeben. Das ist die Location. Und so läuft es dann beim Shooting. Mein Chauffeur und Berater und Bruder sitzen immer noch da. Und hier kommen dann die Bilder raus. So sieht das dann nämlich aus. Also das ist zum Beispiel der aktuelle Predator, der jetzt gerade gespielt wird. Dann kommt der hier als neuer Farbweg raus. Okay, das sind jetzt Kinderschuhe und so. Aber das wäre eine neue Farbkonstellation. Und der sieht sehr nice aus. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Das hier sind die Copper, die aktuell gespielt werden. Sorry. Das sind die Copper, die rauskommen werden. Auch schöne Farbe, okay? Danke. Ich finde Stimmung hier am Set ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mach mal Dings an. Von Anfang, von Quimpen und Benny Henrys. Ich sag dir, wenn du das hast, dann kommen auch nicht mehr so Bilder raus bei Joschko, sondern der geht richtig ab dann. Jetzt macht er ernst. Er dreht sogar auf. Von Anfang an. Siehst du? Ich hab euch gesagt, Joschko ist jetzt da. Doch, wait. You will come, will come. So viele Termine. Meine Familie. Ihr seht, sofort ist da. Nicht. Joschko zeigt jetzt seine Skills. And with the right, with the right.
Number 10. Der macht Skills wie im Spiel. Oh. So, Shootings sind immer sehr realistisch und spielnah. Ich zeige euch jetzt das Dribbling von Joschko, okay? Gib ihm Joschko. Sehr gut, Bruder, sehr gut. Also Joschko ist gleich fertig, macht seinen letzten Shot und danach bin ich dran. Wille filmt ein bisschen hinter den Kulissen. Mal wieder sehr realistisch. Gegen Tobi sind wir heute hier, shoot jetzt diese Schuhe. Joschko auch da, der hat gut gemacht. Sieht immer gut aus. Glaubst du sie? Ich bin gut. Bei dir? Sehr gut. Du bist gut, bei mir auch gut. Ja, ja, ja. Wann Benny ist gut, ich bin gut da. Immer, oh. Immer. Das sind dann so die Endprodukte, was dann dabei rauskommt. Sehr dynamisch aus und sehr gut gearbeitet. Danke Adidas. Danke Tobi. Wo ist Tobi? Und danke dir natürlich auch, Michael. Achso, Christus ist auch übrigens jetzt da. Wie geht's? Alles gut. Bei Christus ist jetzt der Nächste, der Shooting macht. Ja, ich bin die Nächste. Über was redet ihr gerade? Wir sprechen Altbach. Auf jeden Fall, Shooting ist vorbei. Ging heute relativ schnell, ihr habt gesehen, alles sehr dynamisch. Habt ihr keinen Einblick bekommen, wie das abläuft hier. Also heute, das war relativ schnell, dieses Shooting. Ich muss mich jetzt noch abschminken. Abschminken, einfach abmachen. Ihr seht, wie viel Schminke da benutzt worden ist und Puder, und hast du nicht gesehen. Ihr seht jetzt hier die ungeschminkte Wahrheit, so sehe ich eigentlich aus. Bilal ist wieder da, mein Chauffeur ist wieder am Start. Ich frage mich eigentlich auch. Ich gehe jetzt noch zum Physio, lass mich ein bisschen nadeln und so läuft ein Adidas-Shooting ab. Es gibt verschiedene Sorten, manchmal ist es auch draußen, wo du mehr spielen musst und so, aber heute war es einfach hier im Studio. Dann wird das so bearbeitet und im April wird es gepostet. Vergesst nicht, heute ist Februar, ihr habt heute so Sneak Peek bekommen. Also, tschüss! Und das schon von Anfang an, von Anfang an, und das schon von Anfang an.